Shalom und Gottes Segen zusammen. Willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch einfach nur darauf aufmerksam machen möchte, dass nächstes Jahr ein wichtiger biblischer Film in die Kinos kommen wird, nämlich Die Passion Christi Teil 2 von Mel Gibson. Die meisten Christen wahrscheinlich werden den ersten Teil Die Passion Christi bestimmt gesehen haben. Und es ist ein äußerst brutales Drama, könnte man meinen. Wenn man sich die Verfilmung ansieht, ich muss sagen, ich habe selten eine so brutale Art der Kreuzigung und Erniedrigung des Messias gesehen wie in die Passion Christi. Aber man muss sagen, wenn man sich das Neue Testament anschaut und sich das durchliest, dann ist dieser Film keineswegs übertrieben, sondern äußerst realistisch dargestellt, weswegen ich jedem Christen den Ratschlag geben möchte, sich die Passion Christi zumindest einmal anzuschauen. Weil wenn man sieht, wie unser Heiland damals geschlagen, bespuckt, erniedrigt und letztendlich getötet wurde, dann gibt es einem doch zu denken mit der Menschheit heute. Aber schauen wir uns mal jetzt einen Artikel an vom 13. Januar. Da heißt es, die Passion Christi 2. Jesus ist zurück. Mel Gibson verfilmt die Auferstehung Jesu in die Passion Christi 2. 20 Jahre nach dem ersten Film soll die Fortsetzung in die Kinos kommen. Nach dem langen Leidensweg zur Kreuzigung wird der neue Film durch seine Thematik deutlich unblutiger sein. Und die soll 2024 zum 20. Jubiläum des Films erscheinen. Nächstes Jahr werden wir also den zweiten Teil von Die Passion Christi zu sehen bekommen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie dieser Film aufgebaut wird und ob es um die Rückkehr des Messias geht in der Zeit, in der wir heute leben, oder eben mehr nur um die Auferstehung des Herrn. So oder so, ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Und natürlich das große Highlight, das erwartet uns natürlich, wenn Jesus nicht in die Kinos zurückkommt, sondern vom Himmel auf die Erde. Jesus prophezeit in Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das wird natürlich das Ereignis sein, das wird ewig in den Gedächtnissen der Menschen bleiben, weil das größte Ereignis ist, das diese Erde jemals gesehen hat. Vor 2000 Jahren gab es das größte Ereignis bis hierhin, nämlich die erste Ankunft unseres Herrn und Königs Jesus Christus. Aber das zweite Kommen, da wissen wir, kommt nicht mehr als Lamm, sondern er kommt diesmal als Löwe und als König der Könige. Deswegen schauen wir uns nochmal die zwei allerletzten Verse der Bibel an, nämlich Offenbarung 22, Vers 20 und 21. Da heißt es, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Deswegen kann ich nur appellieren an alle, die Jesus noch nicht angenommen haben, dies zu tun. Denn wenn Jesus kommt, wird er als Richter kommen und nicht mehr als Gerichteter, nicht mehr als Gekreuzigter. Er wird diesmal richten als König und ich muss sagen, das wird das größte Ereignis, das die Menschheit, wie gesagt, jemals gesehen hat. Und es gibt nichts, worauf ich mich mehr freue, als auf die Wiederkunft des Herrn, auf die Auferstehung der Toten, wenn wir dann ebenfalls zu lebendigen, ewig lebendigen Wesen auferstehen werden. Und dann sind wir endlich eins mit unserem Herrn und König, Jesus Christus. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video, abonniert gerne auch den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und weniger die Bild-Zeitung, fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König der Könige, der Herr der Herren, der Richter der Welt und Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.